Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Softwaretechnik-Vorlesung. Heute mit dem Thema Anforderungen. Das heißt, wir werden uns in der heutigen Vorlesung damit auseinandersetzen, was haben eigentlich Bücher gemeinsam mit Software oder was ist die Verbindung zwischen Büchern und Software und was wäre jetzt passender als ein Bild von der Bibliothek, wer die noch nicht kennt oder wer da noch nicht war. Das ist so ein Gebäude, da gibt es so Bücher drin und da kann man hingehen. Man kann sich die Bücher dort angucken und man kann auch Bücher ausleihen. Ich weiß, manche Sachen sind jetzt in der aktuellen Lage eingeschränkt und viele Sachen können wir natürlich auch digital bekommen. Aber ich bleibe dabei, es wird immer so kleine Bilder vom Campus geben, um euch ein bisschen zu erinnern, dass das keine Online-Uni ist und dass es irgendwann auch wieder vorbei ist und wir uns auch wieder treffen können. Gut, in der heutigen Vorlesung werden wir auf ein Problem stoßen oder ein Problem behandeln, was es in sehr vielen Softwareprojekten gibt. Und das wird sich sozusagen als roter Faden durch die Vorlesung ziehen. Und das Ganze möchte ich euch ein bisschen illustrieren anhand von einem Beispiel. Und zwar, wann immer wir so ein Software Engineering Projekt haben, ist es so, dass es ein grundlegendes Problem gibt. Wir haben einfach ganz viele Akteure, ganz viele Personen, die mit der Softwareentwicklung zu tun haben, die verschiedene Rollen haben. Diese verschiedenen Rollen werden wir so im Laufe der Zeit kennenlernen, im Laufe der Vorlesung. Allerdings heute werden wir uns sozusagen schon mal so die wichtigsten Rollen angucken. Da man Software so schlecht visualisieren kann, gibt es so ein One-Example in eigentlich allen Softwaretechnik-Vorlesungen weltweit. Und das ist der Project Cartoon. Und anhand von diesem Cartoon möchte ich euch erläutern, was es für Probleme gibt. Und wir werden heute in der Vorlesung tatsächlich schon Techniken kennenlernen, um diese Probleme zu beheben. Wie gesagt, Software können wir schlecht visualisieren. Das heißt, wir werden jetzt über Schaukeln sprechen. Ja? Also jemand hat einen neuen Garten und hat sich überlegt, wie schön das eigentlich wäre, für die Kinder da eine Schaukel zu haben. So. Und jetzt hat er vielleicht zwei linke Hände und beschreibt jemandem anders, wie er diese Schaukel haben möchte. Und der beschreibt die Schaukel so. Ja? Das heißt, der sagt irgendwie, ja, ich möchte so eine Schaukel und soll auf verschiedenen Höhen, soll man da drauf sitzen können. So. Das heißt, das hat er irgendwie beschrieben. Und jetzt gibt es verschiedene Akteure, die im Softwareentwicklungsprozess beteiligt sind und die davon ein gewisses Verständnis haben. Das heißt, das erste ist jemand, der diese Anforderung von dem Kunden, dass er eben eine Schaukel haben möchte, der die aufnimmt. Und der erste typischerweise ist ein Project Leader, ja, also der, der das Softwareprojekt begleitet. Und der hat vielleicht Folgendes verstanden. Also die Schaukel ist jetzt hier so aufgehängt. Ja, die ist, natürlich hat die irgendwas zum Sitzen und natürlich ist die auch irgendwie angehängt. Was diese Schaukel oder was dieses Bild natürlich nett verdeutlicht, ist, dass man auf dieser Schaukel irgendwie gar nicht schaukeln kann. Das heißt, die verfehlt völlig den eigentlichen Zweck. Allerdings ist das halt relativ häufig und wir werden im Laufe der Vorlesung besser verstehen, warum es zu dieser Diskrepanz kommt. Jetzt ist das aber nicht das Ende vom Lied, sondern es geht weiter. Wir haben einen Programmierer, der implementiert das Ganze und der überlegt sich natürlich, also es ist ja totaler Blödsinn. Ja, an der Stelle kann man gar nicht schaukeln und vielleicht war auch gar nicht klar, an welcher Stelle das eigentlich befestigt werden soll, diese Schaukel. Und er überlegt sich, naja, wenn ich keine Leiter da habe, dann gehe ich eben so damit um, dass ich eben die Schaukel da unten befestige. Natürlich auch wieder völlig den Zweck verfehlt von dieser Schaukel. Und auch da ist das noch nicht vorbei, weil natürlich die Software wird auch vermarktet und die wird angepriesen. Und die Software wird vielleicht so vermarktet, ja, also so ein Sessel auf der Schaukel und irgendwie lädt das total ein, sich da jetzt draufzusetzen, zu schaukeln und den Eselsberg runterzugucken. Was der Kunde aber eigentlich haben wollte, ist vielleicht das hier, ne? So eine Reifenschaukel und da kann man eben oben und unten drauf sitzen. Und der braucht das vielleicht auch gar nicht so bequem. Und für Kinder, die würden da vielleicht gar nicht so viel dran finden, da jetzt so einen Sessel zu haben, sondern die finden das eher toll, da so ein bisschen klettern zu können. Das heißt, das ist das, was der Kunde eigentlich gewollt hätte. In der heutigen Vorlesung werden wir uns vor allem um diese drei Teile kümmern. Also, was der Kunde erklärt, was er eigentlich haben wollte und wie unser Verständnis
im Softwareentwicklungsprozess davon ist, was der Kunde haben will. Und idealerweise fällt das alles dreist überein und vielleicht braucht man eben Iterationen darüber und da werden wir das eben auch kennenlernen, wie man damit umgehen kann. Gut, was wollen wir heute in der Vorlesung behandeln? Es wird wieder drei Teile geben und im ersten Teil möchte ich euch erzählen, was sind Anforderungen? Ja, im Wesentlichen, ganz kurz, platt gesagt, das ist das, was der Kunde haben will. Aber die Frage ist ja, ist das, was der Kunde haben will, wie können wir das eigentlich beschreiben und gibt es da vielleicht verschiedene Arten von Anforderungen, die werden wir uns angucken. Im zweiten Teil der Vorlesung werden wir uns angucken, wie kann man diese Anforderungen möglichst gut aufstellen und wie kann man sie überhaupt erstmal ermitteln. Ne? Was gibt es für Techniken, um die Anforderungen aus dem Kunden herauszulocken? Im dritten Teil werden wir uns dann damit auseinandersetzen, wie kann man Anforderungen dokumentieren, wie kann man die festhalten, damit eben sozusagen, wenn Anforderungen vielleicht in irgendwelchen Köpfen existieren, damit man die möglichst zwischen verschiedenen Akteuren austauschen kann. Dann starten wir mit dem ersten Teil, das heißt Anforderungen, welche Anforderungsarten gibt es und was sind da so die wichtigsten Bezeichner, die wir kennenlernen müssen. Und für euch ist das insofern interessant, als dass ihr selbst solche Anforderungen auch schreiben sollt im Laufe des Semesters. Wir werden da verschiedene Beispiele haben, was ihr euch angucken sollt. Und insbesondere sind so Begriffe wie Pflichtenheft und Lastenheft, die wir demnächst einfach benutzen werden und euch sagen werden, schreibt ein Pflichtenheft, schreibt ein Lastenheft und dann müsst ihr wissen, was das eigentlich ist und wie man das schreibt. Gut. Erstmal das Wichtigste, was es irgendwie gibt, sind Nutzeranforderungen. Ja, das heißt, das ist eine Art von Anforderungen und ich würde erstmal vortragen, was Ian Somerville dazu sagt auf Englisch. User requirements are statements in a natural language, plus diagrams, of what services the system is expected to provide to the system users and the constraints under which it must operate. Also, es geht irgendwie darum, Aussagen zu treffen in natürlicher Sprache oder Diagrammen. Und das werden wir im dritten Teil noch etwas genauer unter die Lupe nehmen, wie man das machen kann. Was das System eigentlich leisten soll. Ja, also wir wollen irgendeine Software, wir wollen eine App haben, wir wollen vielleicht ein Hardware-Software-System entwickeln, ein Auto und wir wollen wissen, was für Anforderungen hat der Nutzer eigentlich. Ja, der Nutzer möchte da einsteigen können, er möchte das Auto anlassen können und er möchte losfahren können. Er möchte das lenken und bremsen und das sind Anforderungen. Natürlich gehen die Anforderungen von einem Fahrzeug heute darüber hinaus und da sehen wir auch sozusagen, wie es, da gibt es eben diese Verbindung, dass es da ganze Bücher füllt, ja, wie solche Anforderungen aussehen müssen. Allerdings gibt es auch an, welche Bedingungen es geben muss, ja, unter welchen Bedingungen das Ganze funktionieren muss, das System. Zum zweiten Teil. The user requirements may vary from broad statements of the system features required to detailed, precise descriptions of the system functionality. Das heißt, die Nutzeranforderungen, die können sehr unterschiedlich sein. Ja, das kann sowas sein wie, das Auto soll fahren können. Und bis hin zu sehr detaillierten Beschreibungen, wo ich sage, das Auto soll in der Lage sein, auf einer Autobahn die Spur zu halten. Jetzt gibt es ein Dokument, in dem man solche Nutzeranforderungen festhält. Das ist bekannt als User Requirement Document, zu Deutsch eben Nutzeranforderungsdokument, aber wir haben da im Deutschen erstaunlicherweise im Vergleich zu den meisten anderen Fällen mal einen kurzen Begriff, das ist nämlich bekannt als Lastenheft. Und dieses Lastenheft beschreibt eben aus der Sicht vom Kunden, wie das System funktionieren soll. Das heißt, was soll das System können und wofür soll es das können? Also, das Auto soll Personen in die Lage befördern, jetzt habe ich das Wort befördern schon benutzt, soll Personen befördern können. Das Auto soll sicherer werden, dadurch, dass es eben die Spur alleine halten kann. Das heißt, wenn irgendwas mit dem, ein medizinischer Notfall ist, mit dem Fahrer, dann soll das Auto eben alleine eingreifen können, zum Beispiel.
Das heißt, dieses Was und Wofür ist wichtig in Kombination und das werden wir auch an verschiedenen Punkten nochmal feststellen. Jetzt ist das relativ trocken und deswegen gucken wir uns dazu mal ein paar Beispiele an. Was ich mir dazu überlegt habe, ist, wie schön wäre es doch, wenn wir die Corona-Pandemie nicht nur mit Masken bekämpfen können, sondern wenn es da vielleicht eine App gäbe. Ja, eine App, mit der einfach getrackt wird, wenn Leute sich treffen, dass man schneller Kontakte nachverfolgen kann, dass man ja, vielleicht auf verschiedene härtere Maßnahmen wie ein kompletter Lockdown verzichten kann, wenn das viele Menschen nutzen. Und jetzt sehe ich euch natürlich, sag mal, Thomas, ist das letzte halbe Jahr an dir vorbeigegangen? Natürlich gibt es sowas inzwischen schon, aber wir versetzen uns jetzt mal in die Lage, das gibt es vielleicht noch nicht. Ne? Wir sind jetzt, versetzen uns ein halbes Jahr zurück und wir überlegen, wie müsste eine solche App aussehen? Was müsste sie können? Was wollen wir von der aus der Sicht des Nutzers? Das heißt, das erste Beispiel, the Corona-App should track contacts by means of random IDs and should store them locally for 2 weeks. So, das heißt, hier ist das Was beschrieben. Die App soll eben Kontakte zwischen Personen ermitteln, indem die Geräte erkennen, wann immer ein anderes Gerät in der Nähe ist. Und wenn ein Gerät für eine gewisse Zeit in der Nähe war, dann sollen eben diese IDs ausgetauscht werden. Und zwar spezielle zufällige IDs, die immer wieder neu erzeugt werden, um keine Rückschlüsse auf die Person zu ermöglichen. Und die sollen für 2 Wochen abgespeichert werden, weil sich gezeigt hat, dass man meist so nach einer Woche circa Symptome hat, dann einen Test machen würde und dann kann man eben, hat man eben noch eine Woche Zeit, um andere zu informieren. Und natürlich ist das da sowieso alles zeitkritisch, wenn ich jemanden nach 2 Wochen nach dem Kontakt das informieren würde, dann würde der sowieso schon wissen, dass er krank ist und dann würde es nicht viel bringen. Noch ein zweites Beispiel, damit wir uns das besser vorstellen können. If a user has a positive test result, he or she can inform track contacts about the increased risk by means of a QR-Code. So, das heißt, aus Nutzersicht, der Nutzer soll in der Lage sein, wenn er einen positiven Test hatte, wenn er getestet wurde, sondern in die Lage versetzt werden, diesen Code einzutragen, aber wir sehen schon, oder diesen Test einzutragen, diesen positiven Test, aber wir sehen schon, das muss irgendwie an eine Bedingung geknüpft werden, weil sonst kann es natürlich Personen geben, die das missbräuchlich benutzen und einfach ständig sagen, ich bin krank, und dann alle das rausschicken. Gut, das sind Nutzeranforderungen. Und hier gibt es ein bekanntes Zitat von Tony Hoare, der als einer der großen Pioniere in der Informatik gilt, ja, als der Erfinder von Quicksort und als einer der Pioniere im Bereich Programmverifikation, Programmspezifikation und das Zusammenbringen von Logik und Programmen. Hier gibt es ein Zitat. The most important property of a program, whether it accomplishes the intention of its user. Und dieses Zitat, wenn ihr da draufklickt, kommt ja auf die wissenschaftliche Arbeit dazu von 1969. Da werdet ihr merken, das ist vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber dieses Zitat ist ganz wichtig in verschiedenen Dimensionen. Der Kontext in dieser wissenschaftlichen Arbeit ist, wenn ich so ein Programm habe und dann möchte ich eigentlich nachweisen, dass dieses Programm genau das erfüllt, was der Nutzer wollte. Allerdings gibt es noch viele andere Dimensionen, in denen dieses Statement gesehen werden kann. Nämlich eine ist, dass wir ja wollen, dass Programme, dass Software Probleme löst, nämlich Probleme von Anwendern. Und manchmal hat man heute das Gefühl, dass eigentlich Software viel mehr ja, Marktinteressen vertritt, wenn wir an Giganten wie Facebook, Twitter, Instagram, Reddit und Co. denken, dass es natürlich ein unheimliches Interesse von Firmen gibt und dass es natürlich schon ein Stück weit darum geht, was der Nutzer eigentlich möchte, dass der Nutzer Sachen teilen will, aber natürlich auch unglaublich ein Interesse von der Firma, Leute daran zu binden, dass Leute süchtig werden, die Sachen zu nutzen, und dass sie quasi ihre Daten dabei preisgeben.
Das soll uns aber zurückbringen, dass der eigentliche Gedanke von Software immer ist, wir haben irgendwo Nutzer und für diesen Nutzer soll dieses Programm, diese Software einen Mehrwert bieten. Und natürlich ist das ein bisschen bezogen auf Anwendungssoftware hier. Systemsoftware kann man so ähnlich sehen, indem man den Nutzer einfach austauscht durch ein anderes Programm. Wenn ich ein Betriebssystem habe, dann ist eben das Ziel, dass darauf Programme schnell und sicher laufen, ohne Abstürze und dass selbst bei Abstürzen gut damit umgegangen werden kann. Das heißt, das ist der Hauptzweck von Anforderungen. Allerdings ist das eben nicht alles, was wir brauchen, um eine Software zu entwickeln, sondern zusätzlich zu diesen Anforderungen, die der Nutzer uns gibt, müssen wir eben auch darüber nachdenken, wie das System eigentlich gestaltet werden soll. Ja, weil es ganz viel Freiraum gibt, aus dieser Sicht von dem Nutzer gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Und deswegen gibt es noch eine zweite Art von Anforderungen. Das sind Systemanforderungen oder Englisch System Requirements. System Requirements are more detailed description of the software system's functions, services and operational constraints. The System Requirements document should define exactly what is to be implemented. It may be part of a contract between the system buyer and the system developers. Also, diese Systemanforderung ist was, was deutlich spezifischer wird, das wird genauer. Es ist oft so, dass wenn ich eine solche Anforderung habe aus Nutzersicht, dann ergeben sich daraus eine ganze Reihe, vielleicht 10, manchmal hunderte Anforderungen an das System aus einer etwas technischeren Sicht. Und das ist auch der wesentliche Unterschied. Während Nutzeranforderungen so geschrieben sein müssen, dass sie ein Nutzer auch verstehen können muss, sind Systemanforderungen deutlich technischer, wir dürfen technische Begriffe verwenden und sind damit sozusagen einen Schritt näher dieser Implementierung. Und es wird ein bisschen brauchen, und das ist, glaube ich, was relativ schwierig ist und wo ich hoffe, dass ihr trotzdem bei der Sache bleibt und jetzt nicht alle aussteigt. Es ist schon ein schwieriger Prozess von diesen relativ allgemeinen Nutzeranforderungen bis zur tatsächlichen Implementierung. Und mit den Systemanforderungen sind wir einen Schritt näher, aber eben noch nicht am Ziel. Das ist natürlich noch nicht das Programm, aber wir sind eben einen Schritt näher. Das heißt, Systemanforderungen beschreiben eigentlich eher das Wie. Ja, weil es vielleicht einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, eine solche Contract Tracing App zu implementieren. Und womit, mit welchen Methoden? Ja, das heißt, es geht weniger um das Was und Warum, sondern mehr um das Wie und wodurch, womit. Auch da habe ich wieder Beispiele mitgebracht und die beziehen sich jetzt alle auf die erste Anforderung, die wir uns vorhin angesehen haben. If two devices are within a distance of 2 meters for at least 50 minutes, they exchange their IDs via Bluetooth. Und wir sehen, das ist deutlich detaillierter als die vorherige Anforderung, dass wenn sich zwei treffen, dann werden Random IDs ausgetauscht, sondern hier werden wir deutlich spezifischer. Es muss unter 2 Meter sein, müssen mindestens 15 Minuten sein und es wird dafür als Technik Bluetooth genutzt. Ja, das heißt, da steckt dieses Womit eben. After IDs have been exchanged, they are stored for 2 weeks. So. Und das zeigt was anderes. Also man versucht jetzt nicht, eine Systemanforderung einfach so detailliert wie möglich zu machen und passend zu einer Nutzeranforderung und dann ist das eben eine Seite voll, sondern man versucht, das trotzdem in kurze, kleine, bündige Einheiten zu packen. Wir kommen da später noch ein bisschen drauf, warum man das macht. A new ID is generated every 24 hours and old IDs are stored for 2 weeks. Und das soll quasi auch zeigen, also diese IDs, das kann jetzt eben nicht einfach die E-Mail-Adresse des Nutzers sein, es muss irgendwas sein, was den Nutzer nicht verrät, sondern nur das Gerät verrät. Und wo nur das Gerät selber, also wo nur auf diesem Gerät lokal man erkennen kann, ob man betroffen ist oder nicht. Ja, also bei der tatsächlichen Corona-Warn-App in Deutschland und auch bei den anderen Apps ist das Prinzip ähnlich in anderen Ländern, dass es tagtäglich oder teilweise mehrmals täglich ein Update gibt von IDs, die betroffen sind. Die wird gesendet an alle Geräte und das Gerät kann selber erkennen, ist es betroffen. Dafür muss es natürlich die IDs speichern und deswegen hier diese Anforderung eben über 2 Wochen,
die zufälligen IDs, die eben über den Zeitraum von 2 Wochen erzeugt wurden, eben abzuspeichern. Gut, damit haben wir jetzt schon mal verstanden oder gesehen, wie sich Nutzeranforderungen von Systemanforderungen unterscheiden. Und wir kommen jetzt zu einer anderen Art der Unterscheidung und die ist orthogonal zu der ersten. Ja, das heißt, es gibt noch eine zweite Dimension, nach der man Anforderungen unterscheiden kann und das ist, ob sie funktional oder nicht funktionaler Natur sind. Und wir gucken uns zuerst mal funktionale Anforderungen an. Functional requirements are statements of services the system should provide and how the system should react to particular inputs and how the system should behave in particular situations. In some cases, the functional requirements may also explicitly state what the system should not do. Was das hier aufzeigt, ist, dass diese funktionalen Anforderungen, die geben an, wie das System funktioniert, welche Verhalten, welche Funktionalitäten es bereitstellen soll, wie das System auf bestimmte Eingaben reagieren soll und wie es sich in bestimmten Situationen verhält. Und ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir nicht nur sagen, was das System machen soll, sondern auch, was es nicht machen soll. Manchmal ist das deutlich wichtiger. Ja, zum Beispiel bei dieser Corona-Warn-App. Das System soll eben nicht die E-Mail-Adresse oder irgendeine Identität des Nutzers verraten, sondern tatsächlich nur diese Random IDs. Das soll das Einzige sein, was zwischen den Geräten ausgetauscht wird. Für funktionale Anforderungen haben wir jetzt schon 5 Beispiele gesehen, nämlich aus Nutzersicht und aus Systemsicht. Und wir werden uns jetzt noch die zweite Art von Anforderungen angucken, die dazu passt, nämlich die nicht funktionalen Anforderungen. Non-functional requirements are constraints on the services or functions offered by the system. They include timing constraints, constraints on the development process and constraints imposed by standards. Non-functional requirements often apply this to the system as a whole rather than individual system features or services. Also, was sind diese nicht funktionalen Eigenschaften? Es geht eben nicht um diese reine Funktion, die das System bereitstellen soll. Dass eben, ja, also diese IDs in dieser App ausgetauscht werden sollen, sondern es geht viel mehr darum, um sowas wie Timing, dass wir eben bestimmten Entwicklungsprozess folgen müssen, weil der vorgegeben ist, ja, es gibt sicherheitskritische Software und da werden wir zum Ende des Semesters kennenlernen, wie man bei solcher sicherheitskritischen Software vorgehen muss. Da gibt es spezielle Vorgehensmodelle, die einem dann vorgeben, wie einzelne Schritte passieren müssen im Entwicklungsprozess. Vielleicht gibt es aber auch irgendwelche Standards, die wir erfüllen müssen. Ja, wenn ich ein Auto baue, dann gibt es ganz viele Normen, die fürs Testen, fürs Entwickeln eingehalten werden müssen. Und vielleicht gibt es aber auch Timing-Constraints. Also was heißt das? Irgendwelche Zeitbedingungen. Wenn ich so einen Spurhalteassistenten für ein Fahrzeug entwickle, dann muss er natürlich in der sozusagen die Spur oder sozusagen das Gegenlenken muss in einem bestimmten Millisekundenbereich zum Beispiel passieren, das Reagieren, sonst könnte es eben sicherheitskritisch werden. Das Interessante ist eben bei diesen nicht funktionalen Eigenschaften, dass sie meist das Gesamtsystem betreffen. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, die App, wann immer ich in der App irgendeinen Button drücke, dann soll innerhalb von 200 Millisekunden eine Aktion passieren in der App. Ja, also andersrum gesagt, die soll nicht einfrieren. Und warum diese 200 Millisekunden? Das ist aus der Psychologie eine bekannte Größe, wo man sagt, ab 200 Millisekunden oder bis 200 Millisekunden ist das die erwartete oder vom Nutzer erwartete Zeit, die so ein System braucht, um zu reagieren. Wenn es länger braucht, dann sollte der Button wenigstens schon mal rauskommen und das System nicht einfrieren. Da gibt es auch immer mehr Bestrebungen dahin, auch in verschiedenen Frameworks, dass da eben Fehler geworfen werden, sobald man mal über eine Sekunde das Programm einfriert. Interessant ist dabei, und das hier als Randbemerkung, dass diese nicht funktionalen Eigenschaften oft deutlich kritischer sind als funktionale Eigenschaften. Warum ist das so? Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt entwickelt ein kleines Gerät, ihr habt so ein Arduino und auf dem soll irgendwas laufen und euer Programm, was ihr da draufladen wollt, ist größer als der Speicher. Oder der Speicher während der Ausführung reicht nicht aus. Dann könnt ihr dieses Programm schlichtweg nicht nutzen.
Wenn irgendeine Funktion nicht da ist, die vielleicht da wäre, dann kann man vielleicht damit irgendwie leben und man kann damit trotzdem noch arbeiten. Und es ist sozusagen deutlich kritischer oft, wenn eine gewisse Norm, wenn eine gewisse nicht funktionale Eigenschaft nicht eingehalten wird. Und auch hier wollen wir uns ein paar Beispiele angucken. Wir können sagen, im Beispiel die Corona-Warn-App, die App soll weniger als 10 Megabyte RAM verwenden. Warum? Naja, der Anwender hat noch andere Anwendungen da drauf. Die App muss ja immer parallel im Hintergrund laufen. Und da wollen wir natürlich irgendwie, dass es da nicht sozusagen zu Problemen kommt. Wenn die Anwender ihr Smartphone, ihr Gerät nicht mehr nutzen können, dann haben wir damit nichts gekonnt. The app has no access to private data of the user. Das ist sozusagen ein bisschen strenger als dieses, wir teilen keine privaten Daten, weil man sagen würde, die App in jedem Zustand, die kann niemals darauf zugreifen, wer wir sind. Ja, die wird auf keine E-Mail-Adresse, die wird auf keine Hardware-ID oder ähnliches zugreifen können. Und das muss man dann eben entsprechend sicherstellen, dass das in allen Teilen des Softwares ist. The app conforms to the GDPR, also dass die App zur DSGVO passt, ist für den Einsatz in Europa notwendig, eben die Datenschutzgrundverordnung so umzusetzen und der nicht da in keinem Widerspruch zu sein. Und ganz interessant ist, und das ist tatsächlich auch bei der Corona-Warn-App passiert, und das ist ein bisschen ja ein grundlegender Umbruch, den wir sehen können in vielen Bereichen, aber der jetzt durch Corona tatsächlich noch ein bisschen forciert wird, ist, dass es immer mehr Software gibt, die Open Source entwickelt wird. Und interessant ist, dass es einer der wenigen Fälle ist, wo der Staat sehr viel Geld für eine Software bezahlt hat und die dann aber Open Source zur Verfügung gestellt wurde. Und tatsächlich in Deutschland leider viel mehr Geld wir dafür ausgegeben haben als allen europäischen Nachbarstaaten. Gut, das ist so ein Überblick zu nicht funktionalen Eigenschaften. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen systematischer darauf gucken, weil das war so ein bisschen schwammig. Ja, also es kann so das geben und das und so. Was sind jetzt alles nicht funktionale Eigenschaften und was gehört alles dazu? Und Ian Somerville gibt dazu eine Klassifikation in seinem Buch. Die könnt ihr auch da nachlesen. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen und euch da einen Überblick geben, was es da alles gibt. Also, während wir bei funktionalen Anforderungen eigentlich im Wesentlichen nichts weiter unterscheiden, außer vielleicht eben Nutzer- und Systemanforderungen, gibt es bei nicht funktionalen Eigenschaften sehr viele Unterarten, die wir unterscheiden. Es gibt zum Beispiel die Produktanforderungen. Produktanforderungen, was meint Produkt in dem Fall? Und dafür war es wichtig, dass wir in der letzten Vorlesung uns mal mit ein paar Begriffen auseinandergesetzt haben. Das ist eine Kurzform von Softwareproduktanforderungen. Ja? Nur um es nicht so sperrig zu machen, sagt man eben Produktanforderungen. Es geht um das Softwareprodukt. Wir vermarkten eine Software, ob die jetzt verkauft wird, ist nochmal so eine Frage, aber in jedem Falle ist es ein Softwareprodukt, was wir irgendwie rausgeben. Und es gibt Eigenschaften, die nur direkt mit diesem Softwareprodukt zu tun haben. Ja, wir sind zum Beispiel daran interessiert, dass es eine gute Usability gibt. Was heißt das? Naja, die Usability gibt sozusagen an, wie zufrieden sind eigentlich Nutzer, wie gut können die damit ihr Ziel erreichen. Es gibt aber auch andere Anforderungen wie Effizienzfragen. Ja, und da können wir unterscheiden zwischen Performance, also wie schnell läuft das Ganze, und Speicher. Und auch da habe ich schon zwei Beispiele diskutiert. Ja, bei dem Spurhalteassistenten, der eben vielleicht innerhalb von so und so vielen Millisekunden reagieren muss. Oder eben, dass wir sagen, nur ein bestimmter Teil des Speichers darf verwendet werden. Dann gibt es Dependability Requirements. Also wir wollen uns natürlich auf das System in irgendeiner Form verlassen können. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass Ausfälle minimiert werden, dass wir uns auf das System, auf die Software, auf das Produkt entsprechend verlassen können. Da gibt es zum Beispiel Anforderungen, die sagen, bei einem Webservice, da ist teilweise vertraglich geregelt, wie viel Prozent im Jahr der irgendwie down sein darf. Ja, also
Da reden wir über so Quoten wie sowas wie eine Stunde im Jahr darf ein Webservice down sein. Das ist so eine typische Angabe, was sozusagen dann schon, es muss gemittelt dann irgendwie über ein Jahr sein zum Beispiel oder über mehrere Jahre vielleicht sogar, was da zu Vertragsstrafen führen kann, wenn das eben nicht eingehalten wird. Dann gibt es natürlich Security-Anforderungen und die werden immer wichtiger. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Daten in falsche Hände gelangen. Wir wollen nicht, dass Angreifer in die Lage versetzt werden können, irgendwem zu schaden. Und je mehr Funktionen wir in Software einsetzen und je mehr Systeme auch verbunden sind, umso mehr werden wir uns auch damit auseinandersetzen können, wie Security sichergestellt werden kann. Gut, dann gibt es Organizational Requirements, also das sieht jetzt fast aus wie ein Herz. Natürlich gibt es da Anforderungen, die sich sozusagen aus der Organisation der eigentlichen Entwicklung heraus entgeben. Es gibt Anforderungen, die sich aus der Umgebung entwickeln, welche, die sich aus dem eigentlichen Betrieb ergeben. Ja, also ist das eine App, die jetzt einfach für einen Monat eingesetzt wird, oder ist das vielleicht eine kritische Software, die in der Bank für die nächsten 30, 40 Jahre eingesetzt wird? Und das hat dann durchaus Unterschiede, wie man das Ganze entwickeln kann, was man für Programmiersprachen nutzt und so wenig ähnlich. Und dann gibt es Entwicklungsanforderungen. Das ist sowas wie, ob wir Open Source entwickeln, ob wir ein bestimmtes Anforderungen oder bestimmtes Vorgehensmodell nutzen müssen. Und dazu kommen wir später in der Vorlesung noch. Und dann gibt es externe Anforderungen. Das ist sowas wie die DSVGO, die wir einhalten müssen. Das sind ethische Anforderungen. Ja? Also das wäre jetzt sowas, im Abgasskandal, wo wir eben gesehen haben, dass eben ethische Anforderungen offensichtlich nicht eingehalten wurden, dass man eben nicht betrügt damit, aber auch bestimmte Anforderungen, die wir an Safety und Security haben, die sich aus der Gesetzgebung heraus ergeben. Gut, und zu guter Letzt in diesem Teil möchte ich noch darauf eingehen, wie eigentlich typischerweise solches Anforderungsdokument aussieht. Und ein Anforderungsdokument hat eine typische Struktur, dass es irgendwie so einen Vorspann gibt, wo man sagt, was sind eigentlich so erwartete Lesergruppen von diesem Dokument, wie hat sich das Dokument über die Zeit entwickelt, weil man da vielleicht mehrere Versionen irgendwie von macht und dann dokumentieren möchte, was so passiert ist. Es gibt eine Einleitung, in der man irgendwie sagt, wofür ist das System eigentlich da, welches Problem wollen wir damit lösen, wie soll es mit anderen Systemen zusammenarbeiten. Dann ist wichtig ein Glossar, wo wir festlegen, was gibt es für technische Begriffe, die hier wichtig sind, die dann später benutzt werden können. Aber diese technischen Begriffe muss man eben erstmal einführen. Was meint man zum Beispiel mit App? Und dann muss man vielleicht auch konkreter werden und sagen, eine App ist bei uns jetzt immer eine mobile Anwendung. Dann gibt es die Nutzeranforderungen und da gibt es jetzt Unterscheidungen im angloamerikanischen Raum ist es meist so, dass man eben die in einem Dokument hat, zusammen mit den Systemanforderungen, während es im Deutschen halt diese klassische Unterscheidung zwischen Lasten- und Pflichtenheft gibt. Dann sprechen wir über die Systemarchitektur und da müssen wir jetzt ein bisschen vorweggreifen oder möchte ich jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, das ist eher für euch später, baut sich da so ein gemeinsames Bild auf. Über Systemarchitektur werden wir in 2 Wochen sprechen. Dann gibt es Systemmodelle. Grafische Modelle, wie das System irgendwie funktioniert. Da werden wir heute das erste kennenlernen zum Ende der Vorlesung und nächste Woche noch Techniken. Dann gibt es vielleicht irgendwas, wie wir vorher schon wissen, womit ist zu rechnen? Ja, wird es einfach einen Schub geben in der Hardware, womit wir auch in Zukunft umgehen müssen? Und das ist durchaus wichtig, wenn man die Software entwickelt, das schon früh mit im Blick zu haben. Und dann gibt es noch so eine Reihe von Anhang, die nicht ganz so wichtig sind. Gut, was haben wir jetzt gelernt? Also in dem Teil ging es darum, was sind Anforderungen, was gibt es für Arten von Anforderungen, warum gibt es diese verschiedenen Arten von Anforderungen. Wir haben uns auch angesehen, was ist der Unterschied zwischen in einem Lasten- und einem Pflichtenheft, die auch oft zusammen in einem Requirements-Dokument gefasst werden können. Ihr könnt das Ganze nachlesen. Hier sind die Kapitel in Ian Somervilles Software Engineering Buch. Und es gibt auch wieder praktische Aufgaben für euch.
Nämlich sozusagen, ich glaube, dass man das nur folgen kann oder dass man dem nur gut folgen kann, auch in den nächsten Vorlesungsblöcken, ja, auch allein schon im nächsten Teil, wenn ihr das selber mal ausprobiert habt. Ihr sollt also jetzt euch mal hinsetzen und mal euch überlegen, für eine Contract Tracing App, von mir aus auch für irgendein anderes System, was ihr euch überlegt, sollt ihr mal ein paar Anforderungen aufschreiben. Und zwar die, die hier aufgelistet sind und die dann im Moodle hochladen. Da ist die Idee, dass ihr euch gegenseitig, dass ihr auch die anderen Anforderungen mal sehen könnt. Ihr seht eben dann noch mehr Beispiele als jetzt nur eure eigenen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das möglichst früh schon mal auszuprobieren. Ja, und das gibt euch jetzt ganz früh schon Feedback vielleicht, ganz früh im Semester, was ihr dann später benutzen könnt, sowohl im Software-Grundprojekt für die einzelnen Projekte, auch im zweiten Teil des Software-Grundprojektes, wo er an den großen Projekten arbeitet. Aber in jedem Falle ist es hilfreich und besser, der Vorlesung zu folgen, wenn ihr das jetzt schon ausprobiert. Also, ich würde mich freuen, wenn wieder viele teilnehmen. Ich werde das beobachten und viel Spaß.